immer einer der besten Plätze zum Zuschauen. Das Siegerpodest. Wenn man sich ja nicht draufstellen darf, dann setzt man sich da halt nieder und schaut sich das Finale an. Bayerische Einzelmeisterschaften 2017. Der ganz große Lichtblink war er hier, Daniel Rinderer. 14 Jahre. Hat sich den Mixtitel geschnappt, auch ansonsten hervorragend mitgespielt. Und sitzt hier ganz brav neben dem Vizepräsidenten des Bayerischen Tischtennisverbandes, Günter Czepiel. Und da läuft der endgültig, unwiderruflich allerletzte Satz dieser wunderschönen Veranstaltung. Ja! Mit Ballwechsel mit diesen. Das ist der zuständige Mann für Öffentlichkeitsarbeit beim Bayerischen Tischtennisverband. Seine Kamera läuft mit. Die da hinten auch. Es ist deutlich spannender, als manch einer erwartet hat. Später sagen, okay, Nico Christ letzte Woche 3-0-Klatsche gegen Timo Boll, der darf nicht schon wieder verlieren, nicht, dass das zur Serie wird. Aber das war nur ein Scherzlein, ne? Es gibt viele Menschen, die nicht gern verlieren, aber Nico Christ gehört zu denen, die überhaupt nicht verlieren wollen. Die bis zuletzt kämpfen ohne Ende. Und er führt noch mal kurz. Er hat, glaube ich, wenn ich mich hier recht im Bilde sehe, schon 3-1 geführt oder so. Da waren aber auch einige hohe Klatschen dann dabei, sodass man den Eindruck bekommen konnte. Kilian hat das Spiel jetzt im Griff. Kilian hat. Sein Papa klatscht. Entscheidungssatz, so ein siebter Satz, da geht schnell mal das eine oder andere daneben. Da kommen solche Bälle, die übers Netz tröpfeln und den Kilian dementsprechend irritieren. Also auch bei einem Seitenwechsel liegt Nico Christ. Man könnte sagen, perfekte Taktik von Kilian Ort, den Nico Christ in einen siebten Satz zwingen. Dann ist er hoffentlich platt mit seinen 35 Jahren. Ich habe ihn ja öfter bei Kommentaren 2 Jahre älter gemacht. Das bitte ich zu entschuldigen. Schande über mein Haupt. 35 ist er, genauso wie Timo Boll. Und dafür spielt er noch ein ganz grandioses Tischtennis. Und führt jetzt 7-4 im siebten Satz Finale Bayerischer Meisterschaften. So wie es ausschaut, mal wieder. Ein Plastikball kaputt gegangen, ich glaube in dem Finale auch schon der zweite. Aber über das Thema möchte ich mich nicht mehr auslassen, weil da macht sich die Tischtenniswelt lächerlich. Eine Ballsportart, bei der ständig das Gerät kaputt geht, oft in sehr wichtigen Situationen. Es gibt da ganz filigrane Spieler, die immer ein bisschen brauchen, um sich auf einen neuen Ball einzustellen oder umzustellen. Also die sind da ganz schlecht bedient. Das muss ja auch gar nicht tatsächlich ein Unterschied sein zwischen 2 Bällen. Der Kopf allein reicht da auch.
wenn dir der Kopf sagt, der Ball ist schuld, dann ist er auch schuld. Dann macht man auch Fehler. Auch wenn der Ball absolut identisch ist. Das wissen alle Tischtennisspieler. Je nach Veranlagung sind da die Spieler völlig unterschiedlich empfindlich. Ich nehme doch nur das Beispiel Dima Ovtcharov. Nicht nur der Ball muss da 100% passen, sondern das ganze Umfeld. Sonst ist er da schnell abgelenkt. So, Kilian kommt zurück, wie schon das ganze Spiel. Er kämpft ja eigentlich ständig gegen sogar Satzrückstände. Aber sie wollen es beide. Und ein Unentschieden. Wir haben es oft genug gehört von Herrn Steinbrecher. Ein Unentschieden gibt es nicht. Die Fußballer haben es. Eishockeyspieler haben es, die Tennisspieler haben es nicht, die spielen Tiebreak, die Tischtennisspieler haben es erst recht nicht. Die spielen einfach 2 Punkte Vorsprung. Ganz leichter Fehler jetzt, ja klar, es geht um alles. Und da kann man eigentlich auch gar nicht mehr von leichten Fehlern sprechen, das ist immer so dahingesagt. Das war absehbar, dass er den nicht mehr hochkriegt. Der ist zu schnell auf ihn zugeflogen. Gut platziert. 9-8. Hinten Bernd Behringer, Manager der Hilpolsteiner. 9 beide. Schon wieder so ein Drama, denn jetzt wird gleich in wenigen Sekunden oder einer Minute einer hier total frustriert aus der Box marschieren und eine happy und überglücklich. Und dabei ist alles jetzt in Gottes Hand. Vielleicht eine kleine Chance für. Nicht nur Christ, würde ich eigentlich sagen, weil den. Kilian habe ich schon sehr oft gesehen, dass es sich hart tut, einen 10. und 11. Punkt zu machen, selbst bei Vorsprung, aber er hat mir hier das Gegenteil gelehrt. Gnadenlos verhaftet er diesen Ball. Ja, aber das war dann doch wieder so einer. Wo man sagt, kann man verschlagen, aber sowas darf nicht oft passieren. Und ich sage es noch einmal, ich habe viele Spiele von Kilian gesehen, wo er irgendwo den Sack nicht zumacht. Mal sehen, was jetzt passiert. 2. Matchball. 10-11. Und das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt ist da eine. Man hört den Stein richtig plumpsen. Der Stein, der ihm vom Herzen fällt. Ich bitte jetzt die Damen, die Finalisten und die Drittplatzierten hier runter, dass wir gleich den Siegerehrung machen können. Und bitte, meine Damen und Herren, warten Sie doch so lange ab. Wir machen jetzt 2 Siegerehrungen hintereinander und ehren damit die Leistungen, die hier von den Aktiven gezeigt worden sind. Ja, und der Vater erst.
Wer Kinder hat, die Tischtennis spielen, der weiß, was da in einem vorgeht, wie es da rumort im Bauch, die Gefühle auf und ab, gewinnt er, verliert er, da ist er wieder dran, dann spielt er wieder schlecht, dann spielt er wieder richtig gut. Ein Wechselbad der Gefühle, da muss man halt durch. Kilian Ort ist der zweifache bayerische Meister 2017 im Einzel gegen Nico Christ, im Doppel an der Seite von Nico Christ. Und da marschieren die Champions von morgen.